Ja, die personelle Situation sieht sehr gut aus. Bis auf Prenzka habe ich nur Brinkmann zu beklagen, der immer noch Probleme hat unten im Fuß, wo wir ihn auch nochmal jetzt nach Augsburg geschickt haben, da nochmal ein MRT zu machen, wo er operiert worden ist. Und ich hoffe, das ist nicht so schlimm. Ich hoffe nur, dass da vielleicht sich die Schraube etwas gelockert hat und er deswegen dann Probleme hat. Dann wird er auch wieder einsteigen, wenn das so ist. Schätze ich mal in 14 Tagen. Da warte ich noch auf den Anruf heute Nachmittag. Ansonsten sind alle da. Die Jungs sind alle gut drauf. Und ich denke, man braucht auch jetzt nicht mehr groß drum herum reden, weil jeder kann die Tabelle, denke ich, auch lesen. Wir brauchen den Dreier, um erstmal den Anschluss nicht zu verlieren und zweitens auch unsere Position zu halten. Sonst rutscht man dann auch dementsprechend auch schon mal ein bisschen weg. Ich denke, es ist auch ein sehr interessantes Spiel von zwei verschiedenen Mannschaften. Die eine Mannschaft spielt sehr kompakt, FSV Frankfurt versucht auf Konter zu spielen, wie sie es hier auch gemacht hat. Und wir sind eine Mannschaft, die ja schon weit vorne drauf geht. Und von daher denke ich, ist es auch für mich als Trainer ein interessantes Spiel.